Ja, hallo, schön, dass ihr wieder alle da seid. Ich begrüße euch heute zu einem kleinen Sofa-Talk bei mir zu einem Thema, was immer noch, vor Jahren aber noch viel mehr, ein Riesenstreitthema war: Windows gegen Mac. Denn ich habe den Schritt zurück in Anführungsstrichen gemacht. Ich habe jetzt wieder ein Windows-System und möchte euch mal sagen, wieso, weshalb, warum und euch so ein bisschen an meinen Gedanken teilhaben lassen. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Ja, vor ein paar Jahren war ich noch absoluter, ja, wie man so schön sagt, Apple-Fanboy. Ich hatte ein iPhone, ich hatte ein MacBook, ich hatte ein Mac. Mein ganzes Umfeld war von Apple. Und jetzt habe ich den ersten Schritt schon vor 2 Jahren gemacht. Da habe ich mir kein neues iPhone mehr geholt, sondern habe mir ein Android-Telefon geholt. Ganz einfach, weil ich inzwischen erstmal beim Telefon der Meinung war, Preis und Leistung stimmen nicht mehr zusammen. Früher war iPhone Markenzeichen für Innovation, für neue coole Features. Inzwischen sind die Android-Telefone auf einem ähnlichen Stand, wenn nicht sogar in vielen Bereichen vorm iPhone und kosten weniger. Also wenn ich jetzt schaue, die aktuellen Preise, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgegoogelt, liegen weit über 1000 Euro. Da kriege ich vergleichbare Android-Geräte für 700 bis 800 Euro. Und wie gesagt, habe teilweise gerade zum Beispiel, was die Foto- und Videofunktionen angeht, noch deutlich bessere Features. Also den Schritt habe ich schon vor 2 Jahren gemacht, aber beim Rechner konnte ich mir es nie vorstellen. Noch vor einem Jahr, wenn mich jemand gefragt hätte, magst du wieder mit Windows arbeiten? Nee, warum? Dazu muss ich mal kurz zurück. Meine letzten Windows-Erfahrungen sind Windows XP. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie lang das schon her ist. Damals bin ich umgestiegen, weil eben ja bei Windows ein Bluescreen an der Tagesordnung war, weil ich permanent die Sanduhr gesehen habe, wenn ich irgendwelche komplexeren Bildbearbeitungen und so gemacht habe. Das war damals, war Apple, was das angeht, waren die deutlich vor den Windows-Rechnern. Nur ist es jetzt so, dass die Firma Apple leider so ein bisschen die Kreativen vergisst. Mein aktueller Rechner, mit dem ich am Schreibtisch arbeite, ist ein Mac Pro, das neueste Modell, und das ist von 2013. Und jetzt geht mir es bei dem Rechner so, dass ich immer häufiger die Sanduhr sehe, wenn ich ein Video render, dauert das ewig. Also der Vorsprung sozusagen, den Apple mal hatte, den verspielen sie, glaube ich, gerade. Und die Preispolitik ist natürlich das andere. Die Apple-Produkte liegen bei einem Preis. Ich habe mir vor ja, 1,5, 2 Jahren noch ein neues MacBook geholt. Da sind die Preise schon exorbitant hoch für eine Leistung, die ist okay, aber die ist jetzt nicht mehr spitze. Und deswegen habe ich mir schon seit längerem überlegt, gehe ich wieder zurück auf Windows, weil von Apple einfach kein vernünftiges Angebot da ist. Da ist es natürlich so, ne, was der Bauer nicht kennt und so weiter. Ich kenne mich mit Mac aus, das ist alles überhaupt kein Problem. Windows ist für mich absolutes Neuland, zumindest in neuen Betriebssysteme. Und trotzdem habe ich mich schon länger mit dem Gedanken getragen. Und dann, wie der Zufall so will, kam die Firma MSI auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht mal einen ihrer Laptops ausprobieren möchte. Und ich habe dann mal ganz kurz gegoogelt auf der Homepage. Und da sind ganz, ganz viele bunte Rechner. Denn MSI ist so einer der Marktführer, was das Thema Gaming-PCs und Gaming-Laptops angeht. Da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich spiele zwar seit neuestem auch gerne auf meiner Playstation, aber ich brauche ja keinen Zockerrechner, sondern ich brauche einen zum Arbeiten. Und die haben wir jetzt eine neue Creators-Linie rausgebracht, so wie sie es nennen. Und diese Rechner sind speziell optimiert für grafische Anwendungen, wie Videoschnitt, wie Bildbearbeitung und so weiter. Dann habe ich gesagt, okay, nur mal kurz mit meinem lieben Kontakt bei Adobe, liebe Grüße, telefoniert, und er hat auch gesagt, die Software ist vollkommen egal, welches Betriebssystem das sozusagen ist. Das heißt, die Bedienung von Photoshop, Premiere, Lightroom und so weiter ist 1:1 identisch. Und dann habe ich gesagt, okay, dann teste ich das doch mal aus. Wie gesagt,
meine Gründe für den Umstieg. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Apple-Produkte sind gut, sie laufen problemlos. Mein Mac drüben, der rennt rund um die Uhr. Und ja, wenn jetzt der Einwand kommt, es gibt ja, die haben ja doch die iMacs. Ja, aber ich möchte nicht kein iMac-Display haben. Ich stehe da einfach auf meine ISO-Displays. Und das, deswegen kommt für mich ein iMac einfach nicht ins Studio. Wie gesagt, für mich überteuerte Produkte, die leistungsmäßig nicht mehr so wahnsinnig weit vorne sind. Und warum habe ich mich dann jetzt entschieden, den Rechner mal auszuprobieren? Ganz kurz zu den Spezifikationen. Das ist also ein Gerät, nennt sich P65 und die Buchstaben danach habe ich vergessen, ich blende es ein. Ein Rechner, der sich eben speziell an Kreative rechnet. Ich habe ihn natürlich schon mal ausgepackt für euch und rein optisch muss ich sagen, ich habe extra mein MacBook nochmal hier daneben. Finde ich jetzt keinen so wahnsinnig, stylingmäßig keinen so wahnsinnig großen Unterschied mehr. Außer, dass das, was mich bei dem letzten Modell vor allem gestört hat, dass ich hier wieder vernünftige Anschlüsse habe. Das heißt, ich habe USB, ich habe einen Ethernet-Anschluss, ich habe ein HDMI, ich habe ein Thunderbolt, ich habe USB-C. Das Einzige, was auch hier fehlt, ist ein SD-Card-Reader. Den hätte man meines Erachtens vielleicht auch noch reinpacken können. Gut, ich weiß nicht, wie es platzmäßig aussieht. Aber so vom Konzept her sehr, sehr schön. Design schlicht. Ganz im Gegensatz zu den Gaming-PCs bin ich sehr froh. Von der Haptik her, auf den ersten Eindruck sehr gut, lässt sich wunderbar mit einer Hand aufklappen. Ob man die Schriftart auf der Tastatur jetzt mag, das ist jedem selbst überlassen. Ich finde es sehr schön, für mich zählen da sowieso mehr die inneren Werte. Und wie gesagt, da ist ein i9 drin, da sind 32 GB RAM drin, da ist eine 1 TB SSD drin und da ist ein Display drin und das hat mich dann letztendlich ganz überzeugt, dass den Adobe RGB-Farbraum abdeckt. Das heißt, es ist ein Weitgamut-Display verbaut. Was ich beim Mac immer noch schmerzlich vermisse. Und deswegen habe ich mich mal dazu überreden lassen, den auszutesten. Und ich habe jetzt schon die ersten Stunden hinter mir. Ich will aber noch kein Fazit ziehen. Ich will mal ein paar Tests machen, will ein bisschen damit arbeiten. Und dann würde ich sagen, halte ich euch mal auf dem Laufenden. Erster Eindruck, was Windows angeht, es ist überhaupt kein großer Unterschied mehr. Gerade bei dem MSI-Rechner ist es jetzt so, dass viele Dinge, die bei Windows immer noch unter der Haube passieren, wo man sich ein bisschen auskennen muss, gibt es Tools wie das Creator Center, wo ich eben die Leistung optimieren kann, das Geräusch optimieren kann, die Akkulaufzeit optimieren kann, je nachdem, was mir gerade wichtig ist und das auf einer einfachen grafischen Oberfläche, wo auch so ein Idiot wie ich einfach nur auf den Knopf drücken muss und nicht in irgendwelche Windows-Unterverzeichnisse schlüpfen muss. Also vom Handling her in den ersten zwei Tagen, wo ich das Gerät jetzt habe, ist es tatsächlich eigentlich kein Umstieg. Das ist genauso wie der Umstieg von iOS zu Android. Auch da habe ich gesagt, ist eigentlich keine große Sache, ist eigentlich kein großer Unterschied. Hatte keinerlei Schwierigkeiten, mich umzugewöhnen. Ich habe sowieso, mein Kalender ist ein Google-Kalender. Das heißt, es synchronisiert sowieso meinen Mac-Kalender inzwischen aktuell noch mit einem Google-Kalender. Jetzt habe ich halt nur noch einen Google-Kalender, der auch meine Kontakte und so weiter synchronisiert. Also dieses Thema Synchronisation, Verknüpfung der Geräte war noch nie ein Thema. Also auch als ich mein Telefon gewechselt habe, war es kein Thema und ist jetzt auch kein Thema. Also das ist die Umgewöhnung, die wirklich erstaunlich, erstaunlich problemlos und ich frage mich, warum ich mir da vorher so Gedanken gemacht habe. Und leistungsmäßig auf den ersten Eindruck sehr gut, aber wie gesagt, da will ich aktuell noch nichts dazu sagen. Ich habe das Gerät noch nicht wirklich ausgetestet. Ich werde mal ein paar Videos damit rendern. Ich werde mal verschiedene Tests machen, obwohl ich kein Testlabor bin und werde euch dann auf dem Laufenden halten, was ich denn von dem guten Stück hier halte. Aber mein erstes Fazit ist, Umstieg Apple auf oder Mac auf Windows, überhaupt kein Problem. Vom Arbeiten her merke ich
keinen großen Unterschied. Und ich bin mal gespannt, wie ihr das seht. Ich meine, ich weiß, dass bei vielen Kreativen die Apple-Geräte immer noch das Nonplusultra sind. Wie ist denn eure Meinung dazu? Wie arbeitet ihr? Arbeitet ihr auf Windows? Arbeitet ihr auf Mac? Seid ihr absolut einem System hörig oder seid ihr auch offen für verschiedene Systeme? Also wie gesagt, ich habe jetzt einfach mal den Sprung ins kalte Wasser gewagt und habe nach wirklich Jahrzehnten Apple-Arbeiten jetzt auf den Windows-Rechner geswitcht. Und wenn ja, der hält, was er verspricht, dann könnte es durchaus sein, dass dieses kleine Ding hier meinen Desktop-Rechner ablöst. Aber das werden wir sehen, da werde ich nicht vorgreifen. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Input habt, gerne auch eine Diskussion über dieses Thema Windows, Mac, hier unter meinem Video. Und ich würde mich freuen über eine rege Diskussion und dann bis zum nächsten Mal.